Servus. Heut bei der Sommerakademie geht's um den Spitzwegerich. Und der eine oder andere von euch weiß ja, dass der sehr gut gegen Mückenstiche hilft. Und deswegen habe ich euch heute ein kleines Gedicht mitgebracht. Ich denke, der eine oder andere weiß ja genau, wie das ist, wenn er im Bett liegt. Und dann kommt da kleine Mücke und es brummt und es summt. Ja, und das lese ich euch jetzt mal vor und danach dürft ihr euch ganz gemütlich zurücklegen, zuhören und ein kleines Nickerchen machen. In der Nacht summt es im Zimmer. Ganz schön laut, doch kommt's noch schlimmer. Erst ein Kribbeln, dann ein Stich. Oh, warte nur, ich kriege dich. Aus dem Bett schnell Licht gemacht, doch die kleine Mücke lacht. Hab mich längst an dir gelabt und schon meinen Spaß gehabt. Ich find sie nicht, so ist so klein. O Mückenfrau, bist du gemein. Mich juckt's, ich will in Ruhe schlafen. Hau ab, sonst werde ich dich bestrafen. Kaum liege ich, das Licht ist aus. Summt es schon wieder? Welch ein Graus. Sie wird mich nicht in Ruhe lassen. Na warte, ich werde dich schon fassen. Wird es erneut im Zimmer hell? Versteckt die Stechmücke sich schnell. Wer weiß, wo sie nun wieder sitzt? Wahrscheinlich grinst sie ganz verschmitzt. Und weil ich doch so müde bin, leg ich mich einfach wieder hin, krieche komplett unter die Decken und hoff, sie wird mich nicht entdecken. Erschöpft schlaf ich schließlich ein. Es muss doch endlich Ruhe sein. Ich träume von der kleinen Mück. Sie schläft wohl auch. Welch großes Glück. So, jetzt hoffe ich, du hast mückenfrei ein paar Minuten die Augen zumachen können und ein bisschen träumen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, was heute alles zu erfahren gibt über den Spitzwegerich. Hallo, liebe Regenbogenbande und Gartenzwerge. Ich bin die Andrea aus dem Geschichtspark Bernhard-Hochhoff und heute geht's bei uns über den Spitzwegerich. Heute geht es ja um den Spitzwegerich
Und wie kann man denn den erkennen? Hier habe ich ein schönes Exemplar liegen. Ihr seht es an dieser Rosette hier unten. Also es heißt, dass ganz viele Blätter unten am Boden sind. Und dann gehen die Stängel hoch, die Blätter hoch, die lanzenförmigen Blätter. Ihr habt einen ziemlich kantigen Stiel und oben sind Knospen. Hier zeige ich euch nochmal so ein Blatt wie eine Lanze. Und ihr seht auch hinten ist das Blatt ein bisschen stumpfer und vorne ist ein schönes Grün. Und man sieht auch hier hinten die Rillen, die Blattadern, die wohl richtig parallel verlaufen. Dann kann man das einmal probieren, auseinanderzureißen. Und dann sieht man hier bisschen so eine Blattader. Das Witzige ist, dass der lateinische Name vom Spitzwegerich Plantago lancelota heißt. Lancelota, quasi wie eine Lanze. Und wir haben natürlich hier im Geschichtspark auch Lanzen. Dann seht euch mal das an. Die sieht genauso aus wie ein Spitzwegerichblatt. Lancelota. Und da ist er schon, der Spitzwegerich. Er heißt nicht umsonst so, denn er wächst gerne an Wegen. Die Pflanze ist ungiftig und eigentlich auch nicht zu verwechseln. Ein Wegelagerer, ein Wegbeherrscher, was eigentlich ganz gut zu uns im Geschichtspark passt. Die Blätter kann man von April bis November, eigentlich das ganze Jahr, kann man ihn ernten. Die Knospen sind nur von Mai bis September da. Und in den Blättern, wenn ihr die zerreibt, dann kommt da ein wenig Frischsaft raus. Da ist ein natürliches Antibiotika drin. Akopin heißt man das. Der Spitzwegerich ist eines unserer wertvollsten Heilpflanzen und wir beachten ihn kaum. Blätter und Knospen sind essbar. Probiert einmal eine Knospe und schaut mal, wie sie schmeckt. Man kann aus den Blättern Tee machen gegen bronchiale Infekte, aber heute soll es insbesondere um den Insektenschutz gehen. Man kann es aber jetzt nicht nur zerreiben als erste Hilfemaßnahme, sondern man kann sich auch gut ein eigenes Öl ansetzen. Und das geht ganz einfach. Ja, so, jetzt geht's los mit unserer Salbenherstellung. Spitzwegerich gesammelt
Und der kommt jetzt da in das Glas. Wir haben das hier markiert. Hier ist es halb volles Glas, hier dann drei Viertel voll. Also ich schaue mal jetzt. Ich zerreiße das einfach. Ihr könnt es auch zerschneiden. Zerreißen ist aber besser. Weil bekanntlich sollen ja Pflanzen nicht mit Metall geschnitten werden, weil sonst die ätherischen Öle weg sind. Oder die Pflanzengeister abhauen. Die haben Angst vor Metall. Vor Waffen. Weil Waffen sind aus Eisen. Und das mögen dann die Pflanzengeister nicht. So, jetzt haben wir das Glas drei Viertel voll befüllt. Ihr seht das an unseren Markierungen. Und jetzt gieße ich es mit Öl auf. Olivenöl, Rapsöl. Ihr könnt auch Sonnenblumenöl nehmen. Ich gieße das jetzt da so auf. Das gluckert jetzt da mal ein wenig runter. Ganz langsam. So. Bis da oben, bis alles schön bedeckt ist. So. Dann wird das Glas zugemacht. Und ihr stellt es bei der Mama auf die Fensterbank in der Küche. Und dann müsst ihr euer Glas jeden Tag besuchen und Servus sagen. Servus, sagt es jetzt. Es muss nämlich geschüttelt werden. Und das müsst ihr einen Monat machen. 28 Tage lang müsst ihr das Glas besuchen, jeden Tag mal nachschauen. Und nach einem Monat, quasi nach 4 Wochen, ist das Öl durchgezogen. Dann kann man das Öl abseihen durch ein engmaschiges Sieb und dann habt ihr all die Wirkstoffe, die im Spitzwegerich drin sind, im Öl. Also wenn ihr das Öl abgeseiht habt, dann beschriftet ihr es bitte, wenn ihr es nicht sofort verwendet. Beschriften, was drin ist. Und welches Jahr das es war. Man vergisst es nämlich ganz schnell, was das war. Gell? Also es ist sehr, sehr wichtig, dass das beschriftet wird. Gell? So, und aus diesem Öl hier machen wir jetzt unseren Monster-Brumm-Weg-Stift. Also, um diesen Stift zu machen, den Mückenentfernungs-Mückenjuck-Stift, braucht ihr einfach solche Hülsen. Das sind so Lippenstifthülsen, die könnt ihr überall im Netz bestellen. Kann die Mama machen, im Netz einfach bestellen, kein Problem. Dann brauchen wir Bienenwachs. 5 Gramm habe ich hier, 5 Gramm Bienenwachs. Und dann brauche ich das Öl, das Spitzwegerichöl, das ihr so fleißig jetzt eine Woche, einen Monat besucht habt und davon brauche ich 60 Gramm. Jo, 60 Gramm. Ja, ihr seht, fast das ganze Glas ist draufgegangen. Gut. So, jetzt geht's los. Jetzt braucht ihr aber Hilfe von Mama oder Papa. Wir brauchen ein Wasserbad, einen Topf, wo Wasser drin ist, wo heiß gemacht wird, wo nicht kochend ist, sondern ja, schon heiß. Und dann mache ich in ein feuerfestes Glas das rein. Ich habe halt jetzt hier diese Teekanne. Man kann auch altes Gurkenglas, ein sauberes altes Gurkenglas nehmen. Und da mache ich jetzt einfach dieses Spitzwegerichöl rein. Erwärme das und hier und mache hier das Bienenwachs rein. Mit dem Bienenwachs wird das Ganze fest. Ups. Ja, eine will nicht rein. Genau, jetzt muss ich es mal versenken und
dann rührt ihr. Ich habe einfach einen Schaschlikstab. Manche Kräuterfrauen nehmen Glasstäbe. Ich nehme einfach zu der Einfachheit einen Schaschlikstab. Bis jetzt alles gut gegangen. Gut. Und dann rührt ihr so lange, bis das Bienenwachs geschmolzen ist. Ihr könnt so einen Achter rühren oder einfach rundherum. So, das Öl ist schon bereit, alles flüssig, Bienenwachs hat sich verflüssigt und jetzt kommt es in die Lippenstifthüllen. Ups. Ruhige Hand, soll vielleicht auch Mama machen. Oder wenn ihr schon eine ruhige Hand habt. Ich habe das dann mit einem Gummiband zusammen da, weil dann fallen sie nicht um. Jetzt schauen wir mal, wie viele Hülsen das wir befüllen können. Eins übergelaufen. Da sieht man schon, wie das Bienenwachs wieder sich abkühlt bei meiner Kanne an der Seite. So, jetzt das Ganze noch mal abkühlen lassen und dann beschriftet ihr das Deckel drauf und dann habt ihr einen Monster-Brummwegstift. Viel Spaß beim Nachmachen! Jetzt kommt die Belohnung. Also was mir am Spitzwegerich gefällt, ist, dass er einfach überall wächst. Wenn ich ihn brauche, kann ich ihn in den Garten holen, kann ich ihn pflücken. Und jetzt esse ich mein Butterbrot. Ich habe hier Spitzwegerichknospen raufgelegt und jetzt probiere ich da mal eine. Und wenn ihr so ein Spitzwegerichbrot esst, dann erzählt ihr mir, wie die Knospen geschmeckt haben. Ich weiß es schon.